Coach Steph. Heute geht es um dieses wundervolle Teil hier. Das ist ein Whoop 4.0 und ist so eine Art Fitness-Tracker, mit dem ich seit Monaten eigentlich arbeite. Und ich habe heute ein kleines Produkt-Review für euch. Ich habe Ende letztes Jahr eine Anfrage von Whoop bekommen, ob ich das Band testen will, als Influencer vielleicht Werbung machen will, wenn es mir denn gefällt. Und ich habe gesagt, ja, schick mal rum. Gerade Schlaf, Erholung, Regeneration ist so ein breites Themenfeld, wo viel zu wenig Leute Augenmerk draufsetzen. Die meisten sind immer auf Training und Beast-Mode. Aber ich habe mich dafür interessiert und dachte, doch, passt doch perfekt, also let's go. Ihr habt auf Instagram oder TikTok die ganzen Reels gesehen, wo ich mich mit dem Thema Schlaf befasse. Da habe ich ja auch immer mal wieder das Whoop-Band mit eingebaut. Waren viele geile Themen und falls ihr es verpasst habt, euer Pech, dann folgt mir halt auf Instagram und guckt euch das Zeug an. Gibt viele Schlafhacks wie Blaulichtfilterbrille, es gibt eine Gewichtsdecke, aber auch sowas wie Melatonin oder CBD-Öl, was man einsetzt, um besser einschlafen zu können. Wir haben das mal im Detail in einem YouTube-Video besprochen. Ich verlinke euch das Ganze unten, falls ihr es nicht gesehen habt, zieht es euch rein. Ich weiß aber, die meisten von euch schauen prominent getrennt mit ihrem RTL Plus Abo an oder die 100. Wiederholung von Big Bang Theory auf Pro7, aber macht mal Pause davon und zieht euch was Sinnvolles rein. Jedenfalls bin ich zum Schluss gekommen, dass ich das Whoop-Band nicht mehr weiter tragen werde und ich werde euch jetzt im Video die Vorteile sagen, was ich gut daran fand, aber auch die Nachteile, weshalb ich es halt nicht mehr tragen werde. Ich habe das Ganze vorher mit Whoop abgeklärt und gefragt, ob sie denn ein ehrliches Fazit am Ende haben wollen und sie haben gesagt, klar, hau raus. Was es selten gibt, weil viele Firmen wollen, dass du absolut nichts, was in irgendeiner Weise negativ gewertet werden könnte, irgendwie in dem Video sagst. Von daher super korrekt. Mehr kann man sich als Influencer eigentlich nicht von einer Firma wünschen, aber fangen wir doch erstmal an, was das Whoop-Band überhaupt ausmacht. Das Whoop-Band ist keine Smartwatch, es ist eher so eine Art Fitness-Tracker, den du 24 Stunden trägst und der dann nicht nur deinen Schlaf, sondern auch dein Training und deine Belastung im Alltag trackt. Und deine Belastung wird dann ins Verhältnis zu deiner Erholung gesetzt, denn wenn du besser erholt bist, kannst du dich stärker belasten und wenn du stark belastet bist, musst du dich mehr erholen. Du siehst, wie lange du geschlafen hast, mit allen deinen Schlafphasen ins Detail. Jetzt kommt der Clou dabei, nämlich anhand dieser Daten gibt dir Whoop Tipps, was du machen solltest. Wann solltest du ins Bett gehen, wann solltest du aufstehen? Kann sein, deine Belastung ist zu hoch, du brauchst mehr Erholung. Kann aber auch sein, deine Erholung ist super, du brauchst mehr Belastung. Nimmt natürlich deinen Puls, dein Stresslevel, all das auf und kann sogar erkennen, wenn du krank wirst, bevor du krank bist und gibt dir daraufhin schon einen Hinweis, was du tun kannst. Ich bin ja ein riesen Fan von Andrew Huberman, gerade weil ich mich zum Thema Regeneration, Schlaf, Recovery weiter informieren will. Und tatsächlich ist Andrew Huberman im Scientific Advisory Council bei Whoop hat eine Partnerschaft mit denen und benutzt das Band bei vielen seinen Forschungen. Von der Bedienung her, ihr tragt das Band einfach in eurem Handgelenk, der Akku hält so circa 3 Tage, bevor ihr es wieder laden müsst. Habt dann alles in eurer Whoop-App, die ist dann in eurem Handy. Kurz gesagt, kriegst du ziemlich viele Daten, 24 Stunden von deinem Körper auf dein Handy übertragen, ob es jetzt Aktivität, Training oder Schlaf ist. Kriegst es ausgewertet, daraufhin gehen Tipps, wie du deinen Alltag optimieren kannst, damit es dir eben besser geht. Ist halt echt ein gutes Tool, wenn du so ein bisschen in die Richtung Selbstoptimierung gehen willst und vielleicht neue Routinen ausprobierst und messen willst, ob dir denn wirklich auch was bringen. Gibt auch noch viel mehr Funktionen, aber das sind so die, warum ich Whoop testen wollte und mit denen ich so eigentlich am meisten gearbeitet habe. Ich habe eine Apple Watch oder eine Garmin, die kann das auch, für was brauche ich dann Whoop? Kommen wir mal zum direkten Vergleich. Ist tatsächlich eine Sache, die viele Firmen nicht wollen, dass man in den Videos, die gesponsert sind, noch ein anderes Produkt erwähnt, was so ähnlich ist und das vergleicht. Ist normalerweise ausgeschlossen. Aber keep it real, viele von euch wissen, dass ich auch eine Apple Watch trage und es wäre halt komisch, dann zu sagen, ich trage die nie. Und tatsächlich trackt die Apple Watch ja auch den Schlaf, wenn man sie nachts anhat. Aber es ist halt ein großer Unterschied, weil erstens ist das Whoop-Band viel bequemer und kleiner und die hier so klobig. Und zum anderen sagt dir deine Apple Watch zwar auch deine Schlafphasen, aber nicht, ob es jetzt gut ist und was du ändern sollst. Das macht dein Whoop zum Beispiel schon. Deine REM-Schlafphase war im Vergleich zu den anderen Phasen zu kurz, könnte darauf hindeuten, dass du 1, 2, 3, deshalb solltest du morgen 1, 2, 3 machen. Diese Auswertung, das macht Whoop, das macht die Apple Watch nicht. Die Apple Watch sagt dir halt, du warst trainieren, du hast die Kalorien verbrannt und den Puls gehabt, aber die bringt das nicht ins Verhältnis mit allem anderen, mit deinem Stresslevel, deiner Bewegung und deiner Erholung. Das beschreibt, glaube ich, auch am besten den Unterschied. Whoop ist ein Konzept. Alle Fäden kommen am Ende zusammen, werden ausgewertet und anhand dessen werden dir Tipps gegeben. Bei einer Smartwatch oder anderen Fitness-Trackern kriegst du halt einfach nur Daten, es wird halt nur gemessen und dann musst du es halt selbst interpretieren. Vielleicht sind noch 3 schlaue Sätze dabei, das war's. Ich weiß, für viele Leute ist so beides sind auch Handgelenks-Tracker, die messen beide irgendwie dasselbe. Was ist da jetzt der Unterschied? Aber wenn man sich wirklich damit befasst, dann versteht man's. Kommen wir aber mal zu meinem persönlichen Fazit. Wie ihr im Titel des Videos schon entnommen habt, habe ich mich trotz des guten Konzeptes dagegen entschieden, das Whoop-Band weiterzutragen. Der Grund ist recht banal und viele von euch werden denken, Alter, was bei dir falsch, aber ich habe einfach keine Lust, links und rechts jeweils ein Band zu tragen. Und die Apple Watch brauche ich zum Arbeiten. Die ist tatsächlich ein Arbeitswerkzeug, was ich jeden Tag mehrmals brauche und darauf kann ich halt nicht verzichten, beziehungsweise es wäre halt richtig umständlich, deswegen muss sie halt dranbleiben. Wenn wir Workouts aufnehmen, brauche ich halt einen Timer, der die Zeit
Zeit misst, wie lange ich die Übung machen muss. Das kannst du halt mit der Apple Watch machen. Ich benutze ja auch als Stoppuhr, wenn wir hier im Gym mit den anderen trainieren, wenn wir so einen kleinen Kurs geben und du musst halt irgendwie Zeit stoppen, dann will ich nicht extra noch eine Stoppuhr irgendwo haben. Ich nehme die Apple Watch auch häufig für die Aufnahmen, wenn ich mich selber filme und mein Handy auf dem Stativ steht, kann ich mit der Apple Watch gucken, ob ich denn im Bild bin oder nicht. Und abgesehen davon klingelt mein Handy 100-mal am Tag. Ist als Influencer halt so, jeder will irgendwas von dir und ich weiß, ich könnte mein Handy auch rausnehmen und so, aber ich telefoniere oft mit der Uhr, was ich bin einfach faul. Ich bezahle auch damit. Ich bin auch so einer, der dann an der Kasse da dumm rumfummelt, weil er kein Bargeld dabei hat, weil das Handy liegt im Auto mit dem Geldbeutel und im Prinzip ist das halt eine Smartwatch mit Funktionen, die ich für meinen beruflichen Alltag brauche und das hier ist halt ein Fitness-Tracker. Das ist so, glaube ich, der größte Unterschied. Und da ich nicht beides laden will und tragen will, optisch sei mal dahingestellt, aber es ist ein komisches Gefühl, links und rechts solche Manschetten zu haben, muss halt leider eins gehen. Jetzt wisst ihr es. Ist wie gesagt ein total banaler Grund. Kann sein, für euch ist er komplett irrelevant. Ihr sucht einen guten Fitness-Tracker, dann seid ihr mit dem Whoop gut bedient. Kann sein, ihr seid kein Fan von Smartwatches, braucht sowas nicht, dann ist eh egal. Am Ende müsst ihr entscheiden, was für euch Sinn ergibt. Whoop sagt zum Beispiel, sie wollen keinen Bildschirm haben, weil es halt viele Leute im Alltag ablenkt. Es soll einfach nur ein Fitness-Tracker sein, der eure Daten aufnimmt und die verwertet und euch daraufhin gehen Tipps gibt, aber keine Ablenkung. Und ist auch eine super Idee, gibt sehr viele Leute, die genau das suchen und für die wäre dann ein Whoop halt die bessere Lösung als jetzt eine Smartwatch. Höchstwahrscheinlich habt ihr das Video ja hier angeklickt, weil ihr euch überlegt, ein Whoop-Band zuzulegen, weil ihr gerade die ganzen Reviews durchforstet mit Pro und Kontras. Falls ja, bekommt ihr jetzt einen Monat gratis. Whoop gibt nämlich nicht nur das Band umsonst, sondern mit dem Link unten in der Infobox bekommt ihr auch einen kompletten Monat gratis von mir geschenkt. Wie gesagt, die Aktion läuft jetzt bald aus, wir haben die jetzt schon seit mehreren Monaten laufen, von daher, falls ihr es überlegt, klickt auf den Link unten und sichert euch den Monat. Neben dem Standardband könnt ihr das auch so ein bisschen designen, kostet dann vielleicht doch ein paar Euro mehr, je nachdem was ihr eben wollt. Ist halt auch irgendwo Schmuck, weil ihr tragt es ja jeden Tag an eurem Handgelenk schön sichtbar. Klickt auf jeden Fall den Link unten, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, einen Monat gratis kann ich euch noch verschaffen. Und dann ist noch eine Sache, die mir Whoop geantwortet hat aufgrund meines Feedbacks. Whoop hat nämlich auch Kleidung wie T-Shirts oder Boxershorts, wo so ein Einlass ist, wo ihr den Sensor des Bands einarbeiten könnt. Sprich, ich brauche das Band nicht mehr, sondern nehme den Sensor daraus, schieb ihn in die Boxershort und hab dann hier an der Hüfte den Sensor zum Messen. Da dachte ich mir, stimmt, dann kann ich mir das Band sparen, aber ich kann das Whoop dann auch zum Thai-Boxen tragen, weil normal hast du ja Handgelenksbandagen, Handschuhe an, da geht's ja nicht. Eigentlich eine Überlegung wert für alle Kampfsportarten oder Teamsportarten, wo man am Handgelenk nichts tragen darf, wenn es einfach in der Kleidung eingearbeitet ist. Ich werde mir auf jeden Fall mal ein paar Sets Kleidung schicken lassen und das dann testen, wie es ist, wenn man den Sensor quasi im Hosenbund hat. Dann kann ich frei wechseln, ob ich jetzt mal doch das Band tragen will oder ob ich einfach ein T-Shirt anhabe. Gibt er ja auch verschiedene Farben, verschiedene Kleidung, kann man glaube ich nicht meckern. Gibt übrigens auch für die Damen Kleidung, also ist nicht nur auf die Jungs beschränkt. Zum Schluss ist mal wieder eure Meinung gefragt. Habt ihr ein Whoop-Band? Seid ihr mit zufrieden? Welche Funktionen nutzt ihr gerne? Unten in die Kommentare, tauscht euch aus. Ansonsten Kanal abonnieren, Coach Steph. Wir sehen uns bis dann. Peace.